Elisabeth zog weiter rastlos in der Welt umher und wurde während eines Aufenthalts in Genf am 10. September 1898 auf offener Straße erstochen. Die Briefe. Verlobung Kaiser Franz Josefs mit Prinzessin Elisabeth von Bayern. Bevor wir uns beim Lesen der Privatkorrespondenz der Habsburger mehr mit den bis dato unbekannten Details der Verlobung des Kaiserpaars befassen, möchte ich ein paar Briefe von und über Erzherzogin Sophie voranstellen, die aus einer Zeit stammen, als das Schwiegermutter-Schwiegertochter-Verhältnis noch lange nicht bestand. Sie stammen aus den Jahren 1830 und 1848 und sollen die Persönlichkeit und das liebevolle Wesen Erzherzogin Sophies aufzeigen. Denn der schlimmste Fehler, den man an ihr begeht, ist, sie ständig mit Kaiserin Elisabeth in Zusammenhang zu bringen. Oder noch schlimmer, sie in deren Schatten zu stellen. Wer vermag auch nur eine einzige Facette ihres wahren Charakters zu benennen? Um diesen Übelstand ein für alle Mal zu beseitigen, habe ich dieses Buch geschrieben. Die folgenden drei Briefe mögen einen ersten Beitrag dazu leisten. Der erste stammt von Erzherzogin Sophie selbst. Sie hat ihn kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes, Franz Josef, an zwei Cousinen geschrieben. Dass unsere geliebte Großmama sich so sehr über mein Glück und über die Geburt eines Urenkels gefreut, hat mein Herz mit unaussprechlicher Wonne erfüllt. Denn das Gefühl, ihr nach so vielem herben Schmerz einen glücklichen Augenblick durch meine Niederkunft bereitet zu haben, ist so wohltuend. Ich dachte auch sogleich an sie, als alles vorüber war. Und unser geliebter Kaiser, dessen Liebe und Sorge während meiner Leiden und nachher mir ewig unvergesslich bleiben werden, sich an mein Bett etablierte, um mich zu bewachen, da ich nicht schlafen noch sprechen sollte, benützte ich die Zeit, während welcher ich ruhig bleiben musste, um an alle abwesenden Lieben, Lebende und Verstorbene zu denken.